Guten Abend miteinander. Am nächsten Wochenende haben die Eisheiligen die letzte Gelegenheit, den Frühling von seinem Vormarsch abzuhalten. Dann aber wird es höchste Zeit, die Fenstersims und den Balkon endlich wieder mit einer Blütenpracht zu verschönern. Bei Coop findet sie jetzt ein grosses Angebot an schönen und gesunden Pflanzen, die sich besonders gut zum Umsetzen in Kistchen eignet. Denken Sie aber daran, dass nicht alle Pflanzen gleich viel Sonne und Schatten verträgen, und berücksichtigen Sie bitte bei der Auswahl neben den eigenen Wünschen auch den späteren Standort der Pflanzen. Besonders dekorativ werden die Kistchen, wenn man verschiedene Pflanzen kombiniert. Da schaut man zuerst einmal, dass auch die Farben und die Formen zusammenpassen und dass man es nicht zu nahe zusammensetzt. Erst dann werden die gut getränkten Pflanzen aus dem Topf definitiv in die Erde eingepflanzt. Bestens bewährt für das gute Gedeihen von so Balkonpflanzen hat sich Coop Granienerde. Ein Recyclingprodukt, das hauptsächlich aus umweltfreundlichen Nebenprodukten aus der Forst- und Landwirtschaft zusammengesetzt ist. Hier auf dem Areal der Zuckerfabrik Aarberg im Seeland werden Gemüseabfälle angeliefert und zu Kompost aufbereitet. Rund ein Jahr dauert es, bis das Material zu einem hochwertigen Kompost verrottet ist. Dann wird die Baumrinde aus den Sägereien, Erde, die mit der Rübe in die Zuckerfabrik kommt, und einen gewissen Anteil Torf mit dem Kompost vermischt. So entsteht die fruchtbare Ricotea-Geranienerde, die Ihnen Coop zu einem für diese Qualität günstigen Preis anbietet. Coop Geranienerde, eine sinnvolle Entsorgung und Verwertung von verschiedenen Abfallprodukten aus Feld und Wald. Und wenn Sie Ihre Pflanzen im Laufe des Sommers regelmäßig gießen und auch düngen und die verwelkten Blüten laufend abschneiden, werden Sie sicher noch viel Freude daran haben. Viel Freude macht Ihnen jetzt hoffentlich auch das Rezept aus der Studioküche. Ja, und wir möchten uns jetzt schon von Ihnen verabschieden. Bei uns gibt es heute oben geschnetzeltes Rindfleisch an Senfsauce, das übrigens praktisch im Handumdrehen parat ist. Das geschnetzelte Rindfleisch im heißen Erdnussöl anbraten. Gehackte Schalotten oder Zwiebeln dazugeben. Kurz mitbröteln. Dann mit Weisswein ablöschen. Mit Salz und Pfeffer würzen und ein bisschen frisch geschnittenen Estragon dazu streuen. Dann das Fleisch zudeckt, etwa eine halbe Stunde auf kleinem Feuer köcheln. Der Senf und der Rahm glatt rühren. Wenn es so weit ist, zur Soße geben, die Soße kurz aufkochen und noch einmal abschmecken. Und dann können Sie das geschnetzelte Rindfleisch an Senfsauce mit Schnittlauch bestreut zum Beispiel zu Reis servieren oder auch zu Teigwaren. Das Rezept steht ja in der Coop-Zeitung. Einen guten. Jetzt habe ich noch eine Information, und zwar zum Thema Wurst. Coop offeriert Ihnen jetzt nämlich Servola in einer völlig neuen Verpackung. Servola von Coop sind jetzt portioniert, das heisst einzeln verpackt. Wenn Sie also Lust haben auf ein zünftiges Waldfest und nur ein Servola essen wollen, zum Beispiel wegen der Linie, bleibt die andere Hälfte frisch und appetitlich in der Packung. Ist doch eine gute Idee, die neuen Servola-Packungen von Coop, oder? Gerade anschliessend kommen noch weitere gute Ideen, ein paar Aktionsangebote. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop 2 Tauben Zabasta nach Wahl einen Franken günstiger. Zum Beispiel eine Tube Colgate Fluor plus Mineral und eine Tube Menta DC statt 5,90 nur 4,90. 2 Pack Gala 3 Minuten Hörnli statt 3 Franken nur 2 Franken. Und nur am Freitag und Samstag eine Flasche Rezünser Mineralwasser statt 65 nur 50 Rappen. Und Tarassen an 12 Flaschen statt 87 nur 6 Franken. Tomaten per Kilo nur 2,90. Auf Wiedersehen!